Hoi zusammen, der Typ, den du hier siehst mit der Wolfskappe an, das ist der Sandrik. Ich bin der Gamerocker und ich bringe den Sandrik jetzt hier in die Stadt rein, in Gandria. Weil hier wollen wir rein. Wir müssen aber zuerst noch an dieser Stadtwache vorbei und darum gehen wir jetzt zuerst mal schnell mit der schwätzen. Kennst du den Typ, der Zeph heisst? Das ist das Monster Zeph. Schau vorherige oder vorvorherige oder vorvorherige Folge. Weil ich weiss jetzt, wieso die Leute aus Gandria verschwunden sind, natürlich. Aber ich würde es nicht sagen. Nur im Leut persönlich, ja genau. Sie sind alle in Wölfe verwandelt worden. Nein, ich würde es nicht sagen im Fall. Es heisst im Fall Kommandant. Ich bin nie im Militär gewesen, sorry. Aber er schaut sich an. Und wenn die Nina dir den Brief gegeben hat, dann müssen wir die auch reinlassen. Ja, danke schön. He? Und jetzt aber gleich noch schnell, kennst du einen Typ, der Zeph heisst? Lass mich schnell überlegen. Ja, wenn ich mich richtig mal besinne, gibt es einen Lederer, der Zeph heisst. Und wo Skandria lebt. Aber er ist genau einer von diesen Leuten, die vermisst werden. Wegen Mensch? Ja, ich kenne ihn eben. Schon gut, nein, ich habe ihn gesehen. Er ist in ein Monster verwandelt worden. Die Stadt, die lacht. Ja, ja, auch schon ein Monster. Und jetzt erzähl den Huren Seich jemandem, der es glaubt. Fahr einfach ab, und zwar gleitig. Bist nicht gerade eine sehr freundliche Stadtwache. Weißt du, wenn ich jetzt mit dieser Stadtwache hier noch rede? Wegen Zeph. Du musst mir glauben, er ist verflucht worden. Er sieht jetzt aus wie ein Wolfmensch, aber er ist immer noch sich selber. Er müsste ihn in die Stadt lassen. Und wie willst du mich davon überzeugen, könnte ein Bauer sein. Nein, du kannst mir vertrauen im Fall. Echt, hey, auf mein Wort ist Verlass. Ich sag dir's. Vielleicht stimmt das dich um, natürlich. Oder eben, du hast mein Wort. Lass ihn einfach ein und ich muss dir nicht wehtun. Ich will dir eigentlich auch gar nicht wehtun. Weißt du, Nina vertraut mir und dann zeige ich wieder den Brief oder sagst schon gut. Nein, schau, du kannst im Fall mein Wort haben. Echt. Dein Wort bedeutet mir gar nichts, Fremde. Ja klar, wir hätten uns zuerst vorstellen sollen. Mach nichts. Ja, also das wird nicht funktionieren. Das mit der Inina wird die eigentlich nicht bringen. Also, dann kann ich ja nur das, was alle Leute überzeugt. Geld. Siehst du, schau, lächeln. Du weißt halt schon, wie es läuft, gell? Genau. Super, Wolf in der Stadt erfüllt. Neuer Tagebucheintrag. Wow, super. Also, ich erzähle den anderen Wacht davon. Kannst du ihm sagen, er könne wieder in die Stadt kommen? Cool. Hey, super, das machen wir jetzt gerade schnell. Und dann gehen wir wieder zum Zephuhe. Yeah, das geht super rassig da. Ich bin auch verflucht worden. Ja, ja, das, könntest du mir etwas anfertigen? Nein, haben wir schon. Ich habe mit der Wache geredet, sie werden dich einlassen. Danke für die gute Neuigkeit. Oh, eine Errungenschaft. Wolf in der Stadt. Schön. Gut, danke, Steve. Ich kann es kaum erwarten, mein hübsches Häuschen wieder zu sehen. Vergiss nicht, mir in Gandria einen Besuch zu machen. Um deine Belohnung abholen. Ja, mach ich, Zeph. Mach ich, Zeph. Sehr gut. Gang du jetzt zurück in die Stadt, genau. Haben wir eigentlich da noch gerade etwas, wo wir könnten kochen? Poulet, Fisch. Schau da, Fleisch haben wir en masse zum Verbröteln. Machen wir gerade alles. Suppe wollte ich nicht. Poulet, ja. Lassen wir auch mal. Jetzt schauen wir noch einmal schnell in mein Inventar rein. Ich habe noch Bier, Höhlenbeere, Käse. Ich bin eigentlich gut. Zwei gut ausgerüstet. Dann haben wir hier zwei Notizen, das Empfehlungsschreiben, da ist nichts. Und da hätten wir noch ein paar Sachen. Oh, das Wolfspelz, Herz von Kayang. Der Juwel ist der einzige, der vom riesigen Weg der Wolf aus der heulenden Höhle übrig geblieben ist. Unverkäuflich. Dann haben wir hier noch Geldbeutel. Aber Geld haben wir eigentlich momentan genug. Oh, der hat 20 Wert, die nur 10. Der hat jetzt hier. Oh, warte schnell, die können wir noch aufmachen. Keine Perle drin. Keine Perle drin. Schade. Okay, was ist eigentlich mit dem Teleportstein? Den brauche ich zum Teleportieren. Wir gehen jetzt aber mal in die Stadt. Wenn wir ja. M muss ich ja eben drücken. Da. So, also. Lass mich rein. Ich wollte jetzt rein. Das ist abgeschlossen. Hey, lass mich jetzt mal rein da. Lass mich rein. Okay. Machen das Tor auf. Und da geht es auch auf. Wunderbar. Schön gezeichnet, das Ganze. Wow, sehr schön. Oh, schau, es fliegen sogar Möwen vorbei. Rauch steigt auf, ein Schiffli fährt vorbei. Cool. Hey, wir sind in
Gandria, Kapitel 2. Nice. Der Steven wartet hier schon auf uns. Und wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Als hätten wir nicht schon genug Störenfrieden. Ich bin kein Störenfried. Ich bin nur der Fried. Also, der Frieden. Du solltest die Regeln der Stadt kennen, wenn du nicht in die Kiste kommen willst. Oh. Gerade so, leckt mir, das ist recht militaristisch da, das Ganze. Ein Klammer tragen, wer bist du überhaupt? Ich habe gerade keine Zeit für das. Wenn ich jetzt... wer bist du überhaupt? Ich wollte das zuerst wissen. Ich bin der Steven, Paladin und der Joker von Gandria. Was ist ein Joker? Ja, es ist gleich. Sozusagen die rechte Hand vom Kommandant Lloyd. Leg dich nicht mit mir oder meiner Stadt an. Verstanden? Ja. Ich werde es probieren. Am liebsten würde ich schelmisch grinsen, weil ich glaube mir eigentlich von so Leuten nicht viel sagen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, dann komme ich gerade in den Knast. Darum mache ich das jetzt gerade. Giu! Wir haben die im Augebürstli. Gut. Oh, hast du mir die Regeln nicht erklärt? Kannst du mir die jetzt noch einmal erklären, wenn ich dir jetzt nachlaufe? Erklär mir Regeln für die Stadt. Ich habe gerade keine Zeit für das. Ich muss mit dem so... nein, ich habe gerade keine Zeit für das. Komm. Ja, in dem Fall mach einfach kein Seich. Mach ich nicht, keine Angst. Ich will hier schnell ein bisschen rumschauen. Wer bist denn du? Bjarne, hoi. Dann machen wir den mal schnell aktiv. Und wow, das ist ja noch eine grosse Stadt hier. Kann ich da wieder raus? Ja. Wow, da bin ich im Sumpfland. Da wartet Leroy auf mich. Warte mal, ich bin auch gerade aktiv. Da gehen wir wieder rein. Ich muss mich da schnell ein bisschen orientieren. Dann hat es hier eine Tür. Das ist wahrscheinlich ein Turm. Okay, hey, wow, die Stadt ist ja mega groß. Es ist hier auch eine Tür. Wie weit rauf geht es denn da noch? Wow, das ist ja eine mega lange, grosse Stadt. Da hat es sogar noch einen Brock. Da hat es noch einen Wegpunkt. Da sind wir bei irgendeiner Kirche, Friedhof. Alright, gehen wir mal hier rüber noch schauen, was es hat. Wo kommt man denn überall rein? Da nicht. Kommt man da rein? Ja, tatsächlich. Kanalisation von Gandria. Da wollte ich aber eigentlich noch nicht rein. Ich wollte ja kein Seich machen. Da hat es noch eine Kiste und einen Wegpunkt. Wo komme ich da rein? Mine von Gandria. Wow. Ah, schau, da hat es einen Pickel. Den nehmen wir einfach gerade schnell. Und Münzen nehmen wir auch. Kann ich das Licht auch mitnehmen? Nein, schade. Aber wir gehen da gerade wieder raus. Wir wollen nur schnell den Pickel holen, dass wir ihn haben. Wer bist du? Ein Bürger. Und du? Der Douglas. Douglas, du verkaufst Kleider, so wie es aussieht. Hey, du! Du siehst aus, als könntest du eine neue Rüstung brauchen. Komm, schau dir sie an. Ja, ist gut. Zeig mir deine Rüstung. Was hast denn du? Wow, geile Ring. Und das grüne Kopftuch habe ich im Fall selber. Aber du hättest ja so eine Lederrüstung. Die wäre cool. Kostet aber auch ein bisschen etwas. Dann haben wir einen Magierhut. Wir haben zwei Magierhüte. Okay, drei, vier. Aber warte schnell. Das kaufe ich gerne. Brauche ich noch so einen Ring? Was hast denn du? Rüstung. Warte, ich habe doch hier noch einen freien Platz. Ich könnte noch einen Ring brauchen. Feuerresistenz, Feuerschaden, Eisschaden und Eisresistenz. Da ich nur mit Eis kann zaubern, kaufe ich mir doch jetzt noch so einen Ring und leg den mal an. Das leg ich auch mal an. Hast du keine Halskette? Nicht? Schade. Okay, vielleicht hast du ja noch Interesse zum Beispiel an so einer Feder. Tatsächlich. Und wie sieht es aus mit dem Pokal? Oh, wunderbar. Da habe ich hier noch so 10. Wolfszähne sind das. Das verkaufe ich nicht, das behalte ich auch und das will ich nicht weggeben. Okay, haben wir sonst noch etwas zum Verkaufen? Nein. Das hat doch 1 Stutz Gold wert. Wow. Dann haben wir hier Brötle zu Boulé, ist 2 wert und rohes Boulé nur 1. Rohe Fisch ist 2 wert. Und habe ich auch Fischsuppe? Ja, ist auch 2 wert. Plus 8 Eisschaden. Wow. Ja, okay, das lassen wir mal. Die Windrose. Die lassen wir auch mal. Dann kommt der Rest, behalten wir alle. Ist gut, danke, Douglas. Und Clementia, was verkaufst du mir?
Oh, hallo du, wenn du die beste Waffe in Galdria suchst, hast Glück, da sind sie. Zeig mir deine Waffe. Oh wow, ein blutiges Schwert, nein, ein rostiges Schwert. Hey, aber die Schwerter sind nichts, da hat es hier noch einen Fackel, die ist auch mega teuer. Streitkolben vom Orden Honey, das will ich nicht. Ein Eis? Eisenklauen. Die Bogen scharfen Klingen und ihre Reichweite machen sie zu einer fürchterlichen Waffe. Wow, okay, geil, aber die ist auch teuer. So viel Geld habe ich gar nicht. Okay, ist gut, danke, wir haben es gesehen. Fertig. Jetzt will ich hier noch schnell rauf, wenn ich in die Lampe reinlaufe. Was kann ich hier noch kaufen? Würstli, Käse, Schinken, billig und frisch. Zeig mir deine Ware. Vom Alonso komme ich wahr über. Du hast Fisch, du hast sogar Eier, du hast alles, was ich eigentlich auch schon habe. Alles gut, Alonso, danke. Komme dann wieder, wenn ich es dann brauche. Dann jetzt hier noch einen Brunnen. Da komme ich her. Okay, jetzt hier ein paar Häuser. Nein, wir können. Oh, schau, da ist doch der Zef. Oh, schau, das ist der Vincent wieder. Ja, schau mal da, der Bub, der nicht interessiert war. Wie wäre es mit einer zweiten Chance für einen Job? Interessiert mich gerade eigentlich nicht, aber erzähl mir doch von dem Job. Ich habe gerade nichts zu tun, bin arbeitslos. Lächelt und hat einen goldigen Schlüssel für ihn. Ich habe hier so einen munzigen Schlüssel. Er gehört zu einer Schatzkiste. Ich könnte ihn dir geben. Und was ist der Hock an dieser Sache? Hey, ich habe gewusst, dass du das fragen wirst. Ja dann, also die Schatzkiste gehört nicht mir, wenn man es genau nimmt. Sie gehört im Dorfältesten Rendal. Okay. Ich habe ihm den Schlüssel kluppen. Was? Ich habe ihm den Schlüssel kluppen müssen. Ah, kluppen. Kluppen ist wahrscheinlich klauen. Wer wach war sogar. Hättest du meinen ersten Auftrag erfüllt, wäre das kein Problem gewesen. Ja, aber jetzt kostet dich das 100 Goldstück, um meine Mühe zu kompensieren. Weißt du, ich will nur, dass du mir einen speziellen blauen Stein aus der Truhe holst. Den Rest kannst du selber behalten. Weißt du was? Komm, gib mir doch den Schlüssel. Ich habe ja das Geld. Gib mir eine gute Wahl. Da hast du ihn. Dankeschön. Die Kiste in einem Keim drauf im Haus vom Ältesten. Hinter der westlichen Wand. Nie ohne Seife waschen, also links. Die Kiste ist in einem Keimraum vom Haus vom Ältesten hinter der westlichen Wand. Also, warte, das muss ich mir wahrscheinlich schnell aufschreiben. Oh nein, wo habe ich mein Bleistift? Oh, 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 oh. Also, du, Haus vom Ältesten ist der. Westliche oder östliche? Was war es jetzt? Hinter der westlichen Wand. Wand W gleich Schatz. So, okay, haben wir das. Danke, Vincent. Was sind Beobachterzauber? Fragen wir doch gerade, wenn wir dabei sind. Eine hässliche Form von der Magie. Die Leute tun die in ihre Häuser, damit niemand etwas kluppen kann. Aber die Zauber sehen auch nicht alles. Aber wenn sie dich verwünscht tun, dann steckt es dich in die Kiste. Und das ist nicht der Hammo. Da kann ich dir sagen. Und das ist nicht der Hammo. Okay, ist gut, bis später. Es schön gsi, mit dir zu reden. Jetzt gehen wir gerade noch einmal schnell zum Zef, nachdem wir den hier aktiviert haben. Hey, hoi Zef, du bist willkommen in Galdria, eine rüdige Stadt, gell? Ja, mega gross vor allem. Sein Meisterwerk, wow, du hast Glück. Ich habe den Hut, den ich dir versprochen habe, gerade fertig bekommen. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Bitte gern gesehen. Was hast du sonst noch im Angebot? Könntest du mir etwas anfertigen? Was hast du sonst noch im Angebot? Wolfspelz, ein Jägerhut. Oh, du hast eine Lederrüstung. Das ist aber etwa die gleiche wie ich habe, oder? Sag mal schnell. Lederrüstung, 10 Leben, 15 Rüstung. Ist genau gleich. Nur, dass meine nicht so viel wert hat wie deine. Da hast du da noch eine Wurst. Gut, okay. Dankeschön. Bis später, Zeffi. Komm da wieder. Irgendeinisch. Dann hast du auch noch den Harek, eine Bürgerin. Das ist sicher wieder dort die Bjarne, genau. Dann jetzt hier ein Haus. Kommen wir hier einfach rein. Ja, oh, Haus von der Sira. Oh, die wollte ich doch aufsuchen. Ah, okay, da jetzt noch ein Buch. Wollte ich jetzt aber schon mit dir reden? Warte schnell. Ich muss da zuerst noch schnell mein Tagebuch
Den Tränenstein muss ich holen. Das Empfehlungsschreiben und das Zeichen. Ja, schau, da sind wir doch. Ist die Alchemistin Sira, die das Ganze erlebt, im Rot. Um Rot fragen. Nicht um Grün, um Rot. Also komm, wir fragen sie jetzt. Oh, ja, Sally, du siehst aus, als könntest du ein paar Tränke von der berühmt-berüchtigten Alchemistin Sira brauchen. Ob Liebestrank oder Haarfarbe. Es gibt fast nichts, was ich nicht zusammenmischen könnte. Kannst du einen Flug wegmachen? Kann ich dann ein Haarfärbemittel haben? Kannst du mir etwas zusammenbrauen? Zeig mir deine Tränke. Ich will gerne ein Haarfärbemittel. Grün, wenn es geht. Giggelt! Ich habe einen Witz gemacht, aber wenn du unglücklich mit deinen Haaren bist, habe ich vielleicht etwas für dich. Da, es wird dein Problem lösen. Geil, einen Sack habe ich bekommen. Danke vielmals. Kannst du mir denn du auch noch etwas zusammenbrauen? Ja, das könnte ich. Es wäre sogar gratis für dich, wenn du mir einen kleinen Gefallen tust. Mir fehlen noch ein paar Zutaten für ein Tränkchen, das ich mir brauen wollte. Fragwürdige Zutaten. Okay. Ich brauche nur ein paar Knochen, ein kleines wenig Blut von einer Fledermaus und ein Herz von einer Viererratte. Ich glaube, das ist alles von den Viechern in der Kanalisation von Gandria bekommen. Ah, dann müssen wir noch in die Kanalisation aber dann. Okay. Wenn du es schaffst, mir das zu holen, werde ich dir außergewöhnliche Tränke aus diesen Kräutern, die du mir bringst, brauen. Okay, das kommt auch auf meine To-Do-Liste. Kanalisation. Besuchen für Trank. Okay. Trank, wie heisst du? Syra. Trank, Syra, okay. Kannst du den Fluch wegmachen? Wie komme ich in die Kommunikation? Das weiss ich schon. Zeig mir mal deine Tränke. Ich will mal schnell schauen, was denn du alles hast. Heiltränke, Wasserflasche. Was ist das? Der Schattenschaden. Permanent. Oh, geil. Kostet aber auch ganz viel. Kräutli-Hexklinge, das ist ja geil. Dann haben wir noch ein bisschen Wein, Sturmkraut, erst als Zutat von einem Trank, Kühlbeere, Heilpflanze. Okay, ist gut, danke, Syra, danke. Ich würde jetzt aber hier gerne schnell die Folge beenden und dann in der nächsten Folge fragen, ob sie mir dann den Fluch hier kann wegmachen kann. Und darum. Danke jetzt vielmals, dass du hier dabei gewesen bist. Ich hoffe, du bist es dann das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, cheers!